Brücke an Janeway. Sprechen Sie. Captain, zwei Kazon-Schiffe nähern sich der Phalanx. Setzen Sie einen Kurs, ich komme sofort. Wir müssen zurück auf unser Schiff. Ich habe Ruhe für Sie angeordnet. Ich lehne jede Verantwortung für Folgeschäden ab. Ist die Mannschaft immer so schwierig? Keine Ahnung, Doc, ist meine erste Mission. Weiß denn niemand hier, wie das Programm abgeschaltet wird? Machen Sie die Waffensysteme einsatzbereit. Phaserbänke und Photonensysteme stehen unter Energie. Roter Alarm! Das Führungsschiff der Kazon ruft uns, Captain. Auf den Schirm. Captain, sind Sie gekommen, um das merkwürdige Verhalten des Wesens zu erforschen? Uns interessiert nur, wie wir zurück nach Hause kommen. Wir beamen gleich zur Phalanx rüber, um zu sehen, ob sich das arrangieren lässt. Ich fürchte, dass ich das nicht erlauben kann. Wir wollen keinen Streit mit Ihnen anfangen. Ich habe Streit mit jedem, der uns herausfordert. Das ist doch lächerlich. Wir haben nicht die Absicht, Sie herauszufordern. Und ich habe nicht die Absicht, jemanden mit Ihren technischen Kenntnissen an Bord der Phalanx zu lassen. Jabin, können wir das wie zwei zivilisierte Wesen disko... Sie laden Ihre Waffen. Sieht aus, als könnten wir das nicht. Die Schilde bleiben stabil. Feuer frei. Ausweichmanöver Delta 4. Janeway an Chakotay. Tuvok und ich beamen auf die Phalanx. Können Sie die Kazon eine Zeit lang beschäftigen? Ich denke schon, Captain. Gut. Mr. Paris? Sie übernehmen die Steuerung. Ja, Ma'am. Halten Sie uns mit dem Transporterstrahler fast, Fenrich. Notfalltransportstatus. Hi, Captain. Das Datenverarbeitungssystem ist hinter dieser Wand, Captain. Sie wissen, was zu tun ist. Eins muss man Ihnen lassen, Sie sind unglaublich hartnäckig. Sie müssen uns dorthin zurückschicken, wo wir hergekommen sind. Das ist völlig unmöglich. Ich habe kaum noch genügend Kraft, um mein Werk zu vollenden. Bevor Sie sterben, verschließen Sie noch die Leitung. Ja, wenn ich das nicht tue, dann werden Ihnen die Kazon das Wasser stehlen. Aber in einigen Jahren, wenn die Energie der Okampa zur Neige geht, spielt das keine Rolle mehr. Dann müssen Sie an die Oberfläche kommen und dort werden Sie nicht überleben können. Etwas, was Sie getan haben, hat Ihren Planeten in eine Wüste verwandelt, nicht wahr? Das war die Schuld, die nie beglichen werden konnte. Ja, wir sind Forscher aus einer anderen Galaxie. Aber wir hatten keine Ahnung, dass sich unsere Technik so verheerend auf Ihre Atmosphäre auswirken würde. Tja, zwei von uns wurden ausgewählt, um hier zu bleiben und sich um Sie zu kümmern. Ist hier noch ein Wesen wie Sie? Nein, nicht mehr. Nein, sie flog weiter, um interessantere Orte zu erforschen. Voyager an Janeway. Sprechen Sie. Wir haben hier Probleme. Die Kazon haben Verstärkung bekommen. Wir brauchen mehr Zeit. Können Sie sie noch ein paar Minuten aufhalten? Wir werden unser Bestes tun. Kim, Ende. Ihre Waffenphalanx ist getroffen worden. Sie sind in Schwierigkeiten. Keins von unseren Schiffen hat so viel Feuerkraft, um dieses Schiff zu stoppen. Ich programmiere einen Kollisionskurs, aber das Leitsystem ist ausgefallen. Ich muss das Schiff manuell steuern. Die Crew soll sich bereit machen, auf die Voyager zu beamen. Senken Sie die Schilde für den Transport. Paris, meine Crew kommt rüber. Sag einem deiner tollen Sternenflotten-Transporter-Chiefs, er soll mich ja fast halten. Ich versuche, euch den Rücken frei zu machen. Verstanden.